Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute geht's weiter mit Hashtag Gaming Schrott. Und zwar haben wir heute mal nicht wie sonst üblich bei AliExpress bestellt, sondern wir haben bei Temu bestellt. Das war eigentlich auch so das häufigste Feedback von euch in den Kommentaren. Bestellt doch mal ein Gaming-PC bei Temu oder ein Gaming-Setup. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben ordentlich bei Temu geshoppt. Und was da so angekommen ist, werden wir uns heute im Video anschauen. Dieses Video wird unterstützt durch Interstuhl und die neue Farbvariante der ergonomischen Active-Modelle. Wie ihr wisst, dreht sich bei Interstuhl alles ums Thema Rückengesundheit und Ergonomie und da stechen die Active-Modelle ganz besonders heraus. Die gab es ja bisher schon in vielen verschiedenen Farben. Für alle, die es in ihrem Homeoffice oder Gaming-Setup aber ein bisschen schlichter haben möchten und nicht ganz so bunt, hat Interstuhl jetzt diese neue Farbversion auf den Markt gebracht. Und zwar Anthrazit-Schwarz, meiner Meinung nach eine echt schicke Farbkombo. Die roten Nähte geben dem Ganzen einen sehr sportlichen Look und machen den Stuhl zu einem echten Hingucker. Bisschen schlichter, aber passt dafür in jede Wohnung oder jedes Büro. Um nochmal einen kurzen Überblick zu bekommen, es gibt einmal den Every Active, sozusagen das Einsteigermodell mit Netzrücken, verstellbarer Lordosenstütze, Sitzhöhen- und Sitztiefenverstellung und eine vollwertige Flex-Tech-Synchronmechanik für aktives Sitzen. Darüber angesiedelt ist der Pure Active, der kommt mit der sogenannten Smart Seat und Smart Spring Technologie, die dafür sorgt, dass sich der Stuhl perfekt an euren Körper anpasst und ihr immer leicht in Bewegung bleibt. Wie gesagt, gibt es die beiden Stühle in vielen verschiedenen Farben und auch die neue Farbvariante ist ab sofort erhältlich. Also eine gute Möglichkeit, in eure Rückengesundheit zu investieren. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zustande gekommen ist die Bestellung, weil ich da so eine Werbung gesehen habe auf Facebook und die habe ich inzwischen auch schon auf Instagram gesehen. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Die habt ihr sehr wahrscheinlich auch schon mal irgendwie in irgendeiner Form gesehen. Und zwar wirbt Temu mit so einer 2,89 Euro mechanischen Gaming-Tastatur. Und da habe ich mir gedacht, mechanische Gaming-Tastatur für 2,89 Euro, da muss ich auf jeden Fall zuschlagen. Jedenfalls habe ich mir dann die App runtergeladen und in der App hat diese Tastatur tatsächlich 2,89 Euro gekostet, wie ihr sehen könnt. War auch fast ausverkauft. Über 999 Personen haben diesen Artikel im Warenkorb. Darum bin ich dann natürlich auch direkt rein, habe die grau-weiße Variante mit roten Switches bei mir in den Warenkorb gelegt. Auch ganz cool. Weil normalerweise hat man bei diesen Billig-Tastaturen ja immer nur blaue Switches. Wobei ich sagen muss, eine Tastatur für 2,89 Euro habe ich auch so noch nie gesehen. Natürlich habe ich direkt ausprobiert, mehrere davon in den Warenkorb zu legen. Ne? Habe gedacht, ich kann da den dicken Reibach machen. Man kann aber nur eine davon in den Warenkorb legen. Und im Warenkorb kam dann natürlich auch direkt das Erwachen. Und zwar, ihr seht es hier unten, 10 Euro Mindestbestellwert. Der war dann auf einmal da. Das heißt, ich konnte die Tastatur gar nicht bestellen. Vorher stand da ja nirgends irgendwas von 10 Euro Mindestbestellwert. Kann mir nicht vorstellen, dass das 100% legal ist, mit 2,89 Euro zu werben, ohne da direkt das hinzuschreiben. Aber naja, dann gibt es von Temu natürlich direkt Vorschläge, um die 10 Euro voll zu machen. Und da haben wir dann natürlich ordentlich reingeshoppt. Wir haben hier so einen RGB-Kaktus bestellt. Wir haben eine Gaming-Maus bestellt. Ihr seht, die ist auch absolut on fire. Ja, für 8,38 Euro. Dann haben wir noch ein Mauspad bestellt, werdet ihr später sehen. Und was wir auch noch gemacht haben, ist, wir haben einen Gaming-Monitor bestellt, auch auf Temu. Das heißt, wir haben ein komplett vollständiges Gaming-Setup bei denen bestellt. Gesamtpreis sind dann am Ende halt nicht 2,89 Euro, sondern 160 Euro gewesen. Also scheint denen ihr System zumindest mal bei uns funktioniert zu haben. Die Sachen sind dann aber auch relativ schnell angekommen. Also hier sind die ganzen Sachen, da müsste jetzt Tastatur, Maus, Mauspad und ein Monitor drin sein. Und ich hätte gesagt, wir schauen mal nach, ob das auch wirklich da drin ist. Und dann überzeugen wir uns mal, was die Sachen so auf dem Kasten haben und vor allem, was eben eine mechanische Gaming-Tastatur für 2,89 Euro kann. Und wir fangen direkt mal mit dem kleinen Paket hier oben an, das so schön orange verpackt worden ist. Ich hoffe, dass ich da nichts kaputt mache, wenn ich hier mit dem Messer reingehe. Aber da ist schon ordentlich hier mit Klebeband außenrum gezwirbelt worden. Also erstmal hier, ganz wichtig, sehen wir schon, made in China. Wer hätte es gedacht? Oh, komm raus jetzt! Das ist vermutlich unser RGB-Kaktus. Der ikonische RGB-Kaktus, wenn man den auf Temu für irgendwie 6 Euro bekommt, ist so eine ganz schöne Sache. Dann könnt ihr euch auch mal damit ausstatten. Ist genau der Kaktus, für den wir auf Amazon irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro gezahlt haben oder so. Werden wir dann gleich noch mit Batterie ausstatten, um unser Setup zu verschönern. Ist noch was Kleines drin. Unsere Gaming-Maus mit dem Fast-Sensor, Tobi. Schau mal, hoffentlich brennt die nicht und hoffentlich hat die auch eine normale Größe. Ich meine, schau dir das mal an. Das ist schon eine relativ kleine Verpackung für eine Gaming-Maus. Eieiei, du, das ist sie. Schau mal hier, Honeycomb-Design. Also hier, unsere Gaming-Maus, unten Honeycomb-Design, oben Honeycomb-Design. Und die ist auch
Und die ist auch sehr leicht. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das daran liegt, dass die halt extrem billig verarbeitet ist. Oder dass sie sich gedacht haben, okay, wir machen so eine richtige E-Sports-Gaming-Maus. Werden wir später aber noch auf den Prüfstand stellen. Auf jeden Fall sehe ich hier schon mal, wir haben hier unten so Glides dran. Das hatten wir ja auch schon mal bei einer anderen AliExpress-Maus nicht. Das war dann einfach nur so ein Plastikklotz, der dann überall drüber gekratzt hat. Wirkt jetzt auf den ersten Blick tatsächlich gar nicht schlecht, auch hier mit diesem gesleeften Kabel. Gut, ich lege die mal zur Seite. Ich bin ja vor allem auf unsere Tastatur gespannt. Also hier, Magege oder Magigi. Die Magigi-Tastatur, Star 61. Schauen wir mal, hier auch noch jede Menge Informationen. Aber wir packen die jetzt als allererstes mal aus. Und dann machen wir mal gleich auch einen schönen Soundcheck von der Tastatur für die Tastaturfetischisten unter euch. So, die erinnert mich so ein bisschen an die Shakun-Tastatur. Schon ähnlich, gell? Hol die mal kurz zum Vergleich. Und zwar haben wir hier zum Vergleich unsere Shakun SGK50. Und hier haben wir jetzt unsere Magigi-Tastatur. Die sind sich schon sehr ähnlich, Tobi. Ne? Die haben eine gewisse Ähnlichkeit, würde ich sagen, die beiden Tastaturen. Nur, dass die hier, die ist natürlich Hotswap-fähig. Man hört auch schon direkt. Hier haben wir die schönen Yellow-Switches eingebaut. Und hier, da sind halt random Red-Switches drin, die wir uns gleich mal anschauen werden. Ansonsten, auf den ersten Blick muss ich sagen, für 2,89 Euro, beziehungsweise selbst für 10 Euro, ja, wenn man diesen Mindestbestellwert voll macht, kann sich das sehen lassen. Wir machen jetzt hier mal ein paar Tasten weg, hätte ich gesagt. Otemu-Switches sind da drin, die kennen wir auch aus anderen Tastaturen. Bei der Orki-Tastatur, die ich vor 5 Jahren oder so vorgestellt habe, waren auch Otemu-Switches drin. Was jetzt natürlich interessant wäre, ob die Hotswap-fähig sind. Also wir haben jetzt noch mal ganz kurz überprüft diese Artikelbeschreibung hier und steht wirklich nirgends was von Hotswap. Die sind komplett durchgegangen. Und dann habe ich auch auf der Homepage von Magigi nochmal geschaut und da steht auch nichts von Hotswap. Ich hätte gesagt, schauen wir einfach hier rein, was wir sonst noch so an Zubehör haben. Auf jeden Fall Keycaps. Oh, die sehen sogar cool aus, oder? Schau mal. Können wir vielleicht später mal irgendwie noch so eine rote Leertaste dran machen, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Was auch krass ist für den Preis, das sind ja Double Shot Keycaps. Dann haben wir hier auch noch unser USB-C-Kabel drin, auch in weiß. Und hier, das ist auch interessant. Haben wir zum einen hier so ein Ding, um die Keycaps runterzunehmen, aber das hier ist ja, um die Switches zu entfernen. Was dafür spricht, dass es doch hot-swappable ist. Wir könnten es jetzt einfach ausprobieren und hoffen, dass es nicht kaputt geht. Tobi nickt. Gut, dann versuchen wir mal so einen Switch rauszuholen und hoffen, dass wir das ganze Teil jetzt einfach nicht kaputt machen, bevor wir es überhaupt getestet haben. Aha. Eindeutig hot-swappable. Das ist krass, oder? Hä, also selbst wenn man jetzt den realistischen Preis im Kopf behält, ne, dass man einen Mindestbestellwert von 10 Euro hat. Wobei, da bekommt man ja noch was anderes dazu. Aber gehen wir jetzt mal von 10 Euro aus. Du bekommst dafür eine 60% Tastatur mit Red Switches, die hot swappable ist, mit RGB-Beleuchtung, Double Shot Keycaps. Wir könnten jetzt auch noch andere Switches einbauen. Also Tobi hat mir jetzt gerade hier unsere Switch-Sammlung gebracht. Das Problem ist, das sind ja alles MX-Switches und das sind Box-Schalter. Das heißt, unsere Keycaps würden da einfach gar nicht drauf passen. Entsprechend werden wir natürlich, oder würden die doch drauf passen? Ich glaube, die würden da doch drauf passen, Tobi, oder? Schau mal, die sind ja universal-kompatibel. Ich habe ja wieder Mist erzählt. Die passen da ja doch drauf. Na gut. Also, dann machen wir davon einen jetzt rein, oder? Nee, die passen nicht. Schau mal, weil die haben hier noch zwei so rechts und links. Die passen doch nicht. So, ihr seht, wir sind die absoluten Experten, wenn es um Keyboard-Modding geht. Wir machen den jetzt wieder rein. Hoffen, dass die Taste noch geht. Sonst haben wir keinen F2 mehr. Ich habe mal jetzt gerade noch aus der Shakun-Tastatur so einen Switch rausgeholt. Da haben wir ja die Gateron Yellow Switches reingemacht. Und die haben unten diese zwei Dinger nicht dran. Das heißt, die könnte man ohne Probleme auch hier einbauen. Und dann hört sich die Tastatur mit Sicherheit auch noch ein gutes Stück besser an. Aber in erster Linie machen wir das ja, damit ihr die Sachen nicht bestellen müsst. Wir bestellen das, damit ihr es nicht machen müsst, dass wir hier unnötig unser Geld ausgeben und euch eventuell davor bewahren, euer eigenes Geld auszugeben. Und bei der Tastatur kann ich jetzt schon sagen, gar nicht so ein schlechtes Angebot. Gut, werden wir uns später noch im Detail anschauen. Packung ist leer. Kabel haben wir gesehen, das Werkzeug haben wir gesehen, unsere Keycaps, die noch mitgeliefert wurden, haben wir gesehen. Ich hätte gesagt, wir machen mal weiter und schauen, was hier noch so drin ist. Wir haben ja noch ein Mauspad bestellt. Und dieses Mauspad hat mich vom Design sehr erinnert an ein Mauspad, was man immer wieder auch bei TikTok sieht, was da aber halt irgendwie für 50 oder 60 Euro verkauft wird. Und jetzt schauen wir mal, was wir da bekommen, wenn wir bei Temu ein ähnlich aussehendes Mauspad bestellen, was nur 5 Euro kostet. Vielleicht kann man da ja sogar bei einem Gewinnspiel mitmachen, wenn man so ein Mauspad kauft. Wer weiß. Schau mal, Tobi. Das sieht doch cool aus. So, legen das jetzt mal hier drauf. Und dann haben wir hier doch echt eigentlich ein ganz flottes Gaming-Setup. Schau mal, ein White-Setup. Und die drei Sachen zusammen
plus der Kaktus haben wir 26 Euro für gezahlt. Diese 160 Euro sind nur zustande gekommen, weil wir ja noch den Monitor gekauft haben. Aber Tastatur, Maus, Mauspad, 26 Euro und dazu noch der RGB-Kaktus, der auf Amazon schon alleine so viel kostet. Das ist eigentlich eine geile Sache. Beschweren kann man sich da eher weniger. Wir sind momentan extrem im Trend, deswegen beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Da kann man sich noch den ein oder anderen Spidget-Filmer holen. Aber man muss schon sagen, ich meine, dafür, dass wir bei Hashtag Gaming-Schrott sind, ist das jetzt heute eigentlich ganz gut gelaufen. Wenn ich mal an die letzte Wish-Bestellung denke, wo wir auch ein komplettes Gaming-Setup bestellt haben, das sah da ganz, ganz anders aus. Mit der Schildkrötenmaus, ja. Und dann hatten wir noch eine Porsche 911-Maus. Wir hatten noch so eine Maus, die eben komplett aus Plastik war unten, die gar keine Glides hatte. Dafür lief es heute eigentlich ganz anständig, muss man sagen. Wir haben jetzt mal gerade noch hier diesen Kaktus verglichen. Und da ist uns aufgefallen, dass er einfach deutlich kleiner ist als unser Kaktus. Also kriegt man für weniger Geld auch weniger Kaktus. Das ist ja der Wahnsinn. Leute, wir sind jetzt gerade dabei, die Tastatur ein bisschen hübscher zu machen. Und da ist uns aufgefallen, hier sind ja noch ein paar Keycaps dabei, aber die passen gar nicht auf die Tastatur. Wir haben hier einmal eine Enter-Taste und ihr seht schon, also auf der Tastatur macht diese Enter-Taste auf jeden Fall gar keinen Sinn. Und was auch dabei ist, ist einfach ein Steuerkreuz. Und die Tastatur, die hat ja gar keine Pfeiltasten. Also, weiß auch nicht. Die haben hier mehr Zubehör beigelegt, als man überhaupt verwenden kann. Das ist ein geiles Mauspad, oder? Also, nehmen wir uns des letzten Pakets an. Hier sollte unser Monitor drin sein. Und jetzt, Tobi, helf mir nochmal, wie man die Marke ausspricht, von der wir den Monitor bestellt haben. Xiaomi. Wie wird denn das jetzt richtig ausgesprochen überhaupt? Aber die machen ja alles, ne? Von Staubsaugerroboter über Föhn, über Gaming-Monitor, Handys, alles. Ach du Scheiße, der wurde auch schon das ein oder andere Mal versendet. Da ist er! Redmi. Redmi? Beijing Xiaomi Electronics. Ne? Aber da bin ich zuversichtlich, die machen ja ziemlich gute Produkte. Ne? Also da hört man selten schlechte Sachen von denen ihren Produkten. 1080p, 165 Hertz. Kann mir vorstellen, dass das sogar ein ganz guter Gaming-Monitor ist für den Preis. Werden wir mal gleich alles rausfinden. Da können wir ja auch mal noch Farbraum abchecken, Tobi. So, schau mal. Hier drunter haben wir auch noch das Kalibrierungsprotokoll. Also, dass ein 140-Euro-Monitor mit sowas kommt, auch noch nicht gesehen. Werden wir gleich mal überprüfen, ob das alles auch stimmt und was der allgemein so für eine Farbraumabdeckung hat. So sieht jetzt auf jeden Fall mal unser fertiges 160-Euro Temu Gaming Setup aus. Gar nicht so schlecht, oder? Für den Preis. Dann schließen wir jetzt mal unseren PC an und schauen, wie sich so im Gaming und im Alltag schmeckt. Wir haben jetzt alles angeschlossen und man sieht auch schon, es erstrahlt jetzt alles hier in seiner vollen Beleuchtung. Bei der Tastatur ist es so, die hat wohl gar keine RGB-Beleuchtung, sondern nur so eine einfarbige Beleuchtung. Da kann man hier mit den beiden Tasten, kann man da durch die ganzen Effekte durchgehen. Da gibt es alle möglichen und ja, sind halt alles einfarbig. Ist so eine blaue, türkisene RGB-Beleuchtung. Wiederum unsere Gaming-Maus, die hat eine RGB-Beleuchtung, die man aber nicht steuern kann, weil es keine Software dafür gibt. Die geht halt die ganze Zeit irgendwie in verschiedenen Farben ab. Und was mir auch direkt aufgefallen ist, wenn man die Maus hier bewegt, diese Glides hier unten, die bringen halt gar nichts. Also da ist jetzt auch keine Folie mehr oder irgendwas drauf, habe ich auch schon überprüft, sondern ja, die sind halt einfach extrem schlecht. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht sogar durchs Mikrofon hört, aber die kratzt hier halt extrem drauf. Entsprechend würde ich jetzt sagen, die Gaming-Maus bekommt auf gar keinen Fall eine Kauf. Empfehlung, aber wir werden natürlich trotzdem gleich damit zocken. Was wir gemacht haben, wir haben noch den Monitor durchgemessen mal mit unserem Kolorimeter und beim Farbvolumen sind hier tatsächlich 132,3% sRGB rausgekommen. Wir haben auch mal geschaut, den Monitor gibt es tatsächlich in Deutschland aktuell nicht zu kaufen und wir haben ja so 130, 140 Euro dafür gezahlt. Dafür ein 165 Hertz Monitor, der sogar 132% sRGB Farbraumabdeckung hat und 91% Adobe RGB. Ist echt nicht schlecht. Ich kann jetzt mal noch schauen, ob der vielleicht sogar G-Sync kann. Ich glaube, wir müssen hier erst allgemein mal Adaptive Sync deaktivieren. Da kommen wir aber auch schon zum ersten Problem. Das gesamte Menü ist halt hier auf Asiatisch. Ich weiß nicht, was Ja, was Nein heißt. Vor allem habe ich gerade gesagt, das Menü ist auf Asiatisch. So, als ob das eine Sprache wäre. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt ausgewählt habe. Jetzt haben wir auch nur noch 120 Hertz. Ach so, ich weiß, was das Problem ist, Tobi. Wir haben das mit HDMI angeschlossen. Wir brauchen einen DisplayPort dazu. Mit DisplayPort haben wir dann auch die 165 Hertz. Und wir haben tatsächlich auch G-Sync. Ist sogar standardmäßig aktiv. Das heißt, wir haben hier für 140 Euro Monitor 165 Hertz und sogar G-Sync und 130% sRGB Farbraum. Also auch wieder ein echt gutes Produkt. Dann hätte ich gesagt, probieren wir das Ganze einfach mal in Fortnite aus und schauen, ob wir mit diesem krassen Gaming-Setup vielleicht sogar einen
einen Win holen können. Den ersten Win jemals in Fortnite, im Gaming-Shop. Das ist ja eigentlich eine DPI-Taste. Also sollte eine DPI-Taste sein, aber wenn man die drückt, dann verändert sich auch einfach die RGB-Beleuchtung. Die Maus fängt an, rot zu blinken. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Vielleicht kann man ja die RGB-Beleuchtung doch irgendwie steuern, indem man hier irgendwelche Tricks macht. Jetzt ist sie aus. Jetzt habe ich irgendeinen Trick Ach du Scheiße. Aber ich sag's euch, die Maus solltet ihr euch nicht holen. Die fühlt sich extrem crappy an. Aber die Tastatur, die fühlt sich echt nicht schlecht an. Und der Monitor hat auch ein echt gutes Bild. Und wie gesagt, 165 Hertz mit G-Sync, da kann man echt vernünftig drauf zocken. Da hat man auch mal deutlich mehr Geld für zahlen müssen oder sowas. Ich muss sagen, wie gesagt, die Tastatur ist echt nicht schlecht. Sie fühlt sich angenehm an. Auch die Ortemo-Switches, die können schon was. Ich meine, natürlich kann es jetzt nicht mithalten mit irgendwie einer 300, 400 Euro Custom-Tastatur. Ich kann ja mal kurz zum Vergleich eine von unseren anderen Tastaturen holen. Und dann hört man das auch gleich im Vergleich. Ich gehe mal ein bisschen hin mit dem Mikrofon. Das ist ja ein bisschen was anderes wie das hier. Da rattert es ordentlich und das hört sich halt einfach nur geil an. Naja. Aber gemessen am Preis ist es natürlich trotzdem nicht schlecht. Und der Monitor ist definitiv sehr gut. Also vom Bild und auch schon mal gar keine Schlieren, gar nichts. 140 Euro kann man das auf jeden Fall machen. Ich meine, dass ich auch ab und zu schon Schnäppchen zu diesem Monitor gesehen habe. Also kann man den vielleicht auch doch irgendwo in Deutschland zumindest manchmal kaufen. Ich habe jetzt vorher nachgeschaut und da gab es ihn zumindest mal nicht. Ich frage mich, ob sich überhaupt jemand für unser Fortnite-Gameplay interessiert, Tobi. Oder ob die Leute sich inzwischen in den Videos denken, oh nee, nicht schon wieder Fortnite, nicht schon wieder Hardware-Deals spielt Fortnite und kriegt auf den Sack. Schreibt uns das mal in die Kommentare, ob wir in Zukunft vielleicht einfach auf Fortnite verzichten sollen, weil wir können es ja eh nicht. Oder ob ihr euch unser Fortnite Gameplay vielleicht sogar wirklich gerne anschaut. Sonst kann ich auch gerne mal Tobi spielen lassen. Der ist bestimmt besser als ich in Fortnite. Du übst doch immer heimlich mit Hals. Nur die Tänze. Das Schlimmste ist aber, dass wenn man hier fährt, das Ganze einfach mit der Maus steuert, wo man hinfährt. Betonung liegt auf der Maus. Der Sensor, das muss ich noch ganz kurz zeigen. Das habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Die Beschreibung davon. Und zwar ist hier nämlich der Game Grade Optical Sensor drin und der ist born for games. Also der Sensor wurde geboren für Fortnite, was ich aber nicht merken kann. Da ist einer, komm raus, runter jetzt. Alter. Hey, was? Der hat auch den Budo. Der. Ach du Scheiße. Hä? Von Theo. Theo Clown. Der war zu gut und wir waren zu schlecht. Na gut. Ich denke, das Video ist für den Inhalt eh schon viel zu lang geworden. Wir können festhalten, auf Temu die Tastatur für 2,98 € oder 2,89 € aus der Werbung, die ist wahrscheinlich auch vielen von euch schon vorgeschlagen worden. Also ich habe diese Werbung extrem oft gesehen und irgendwann habe ich mir gedacht, komm, bestellst den Bums einfach, dann kannst du auch mal den Zuschauern zeigen, ob sich das lohnt oder nicht lohnt. Und tatsächlich muss ich sagen, von der Tastatur bin ich extrem positiv überrascht für den Preis. Ich meine, das ist jetzt nicht die krasseste Custom-Tastatur, aber für Mindestbestellwert 10 Euro eine Tastatur, die hot-swappable ist. Wir haben hier Ortemo Red Switches drin, eine nicht RGB-Beleuchtung, aber zumindest Hintergrundbeleuchtung. Das kann sich schon echt sehen lassen. Man darf natürlich nicht vergessen, ist halt US-Tastatur-Layout, ansiehe, muss man mit zurechtkommen. Ich persönlich habe da eher meine Schwierigkeiten. Ich hätte da schon lieber eine ISO-DE-Tastatur. Aber ja, kann man sich definitiv überlegen, auch wenn man einfach mal ein bisschen rumbasteln möchte und vielleicht sich einfach mit Tastaturmodding mal ein bisschen rantasten möchte. Die Maus ist wirklich Abfall, die müsst ihr euch nicht holen, die ist extrem schlecht, die hat einfach, die kratzt so krass über das Mauspad und ich habe vorher eine andere Maus da drauf gelegt, also das liegt definitiv nicht am Mauspad, sondern an der Maus. So ein Mauspad kann man sich auch holen, ich meine, ist halt so ein 0815 Mauspad, wie jedes andere Mauspad auch, also ich meine, die kochen alle nur mit Wasser, entsprechend kann man sich doch einfach so ein 5 Euro Mauspad holen, anstatt irgendwie auf Amazon 30, 40 Euro dafür zu zahlen. RGB-Kaktus, sowieso einfach eine geile Sache, vor allem wenn der irgendwie nur 6 Euro kostet. Und der Monitor konnte auf jeden Fall auch überzeugen. VA-Panel ist da drin, 165 Hertz. G-Sync hat bei uns auch funktioniert und 130% sRGB-Abdeckung. Also muss ich sagen, dafür, dass es ein Hashtag-Gaming-Schrott-Video ist, sind hier echt einige Produkte dabei gewesen, die gar nicht so schlecht waren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Seid ihr auch überrascht davon, dass da überhaupt was angekommen ist für den Preis und dass das am Ende sogar gar nicht so schlecht performt hat? Und vielleicht habt ihr ja selber auf Temu noch irgendwelche anderen Sachen gefunden, die wir bestellen können, weil die irgendwie besonders interessant sind. Oder vielleicht habt ihr auch richtige Hardware-Komponenten da gefunden. Habe ich persönlich bei Temu nämlich gar nichts gefunden. Und dann bauen wir vielleicht auch mal einen Temu Gaming-PC. Ansonsten hoffe ich einfach, dass euch das Video hier gefallen
gefallen oder zumindest unterhalten hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.